herzlich willkommen zu unserem hoffentlich neuen Video. Wir sind auf Lost Place Tour und das gestaltet sich mit Kind jetzt ein bisschen anders. Ja, und zwar suchen wir eigentlich so Lost Places raus, die am Rand, also direkt neben so einem normalen Wanderweg liegen, wo man praktisch als normaler Mensch wandern, spazieren, was auch immer geht, mit Kinderwagen. Und dann biegt einer von uns mal sozusagen zur Seite ab. Wie bei dem Video mit den, waren das jetzt die Siebenbunker? Oder der Bunkerwald? Ich weiß keine nicht, Ahnung. Eins von den beiden, wo Hanna auf dem Bunker sitzen geblieben ist und stimmt, ich eben reingegangen bin. Das kennen die ja auch, das kennen ja nicht nur wir. Ja, aber da... Wir hatten da gestern drüber gesprochen. Da habe ich aber nicht gesagt, warum ich da oben drauf sitzen geblieben bin. Also doch, weil ich schmierig gestanden habe, weil da überall Wanderer waren, aber... Da war auch mein Bauch so dick schon, dass ich da nicht in das Bunkerloch reingepasst hätte. Ja, auf jeden Fall solche suchen wir jetzt. Genau, also Lost Places, wo man wirklich ganz normal wandern gehen kann, wo nichts gefährlich ist und dann bleibt einer mit Kind und Kinderwagen praktisch auf dem Wanderweg und da wird auch jeder andere Mensch lang wandern. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen und ich zeige euch jetzt mal, wo wir hier sind. Also wenn es immer mal mäht, hier sind neugierige Schafe, die kann ich euch auch mal zeigen. Hier oben, also so ein paar weiße und ein paar graue und da oben so ein schwarzes. Ja, auf jeden Fall sind die hier zum Glück eingezäunt, sonst würden die uns wahrscheinlich hinterherlaufen. Ja, und wir befinden uns hier auf einem Gelände. Ich habe leider vergessen, was es für eine Art von Gelände ist. Diese Art von sowas wie Luftschutzbunker oder Kreiseinsatzleitung, sowas. Aber sowas gibt es hier nicht, weil wir sind im Westen. Okay. Warte mal, von wann ist denn das dann? Vom Zweiten Weltkrieg oder was? Okay. Ich bin hier gerade auf so einem coolen Ding, wo wir... Nee, hier kann man nicht Räder wechseln, aber hier kann man... Nee, das wird ganz schwierig. Auf jeden Fall mal Unterbodenwäsche praktizieren. Und ja, wir gucken uns jetzt... Ich passe hier, glaube ich, nicht breitbeinig hin, wenn, komme ich hier nicht mehr weg. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal hier so um, was es hier für Gebäude noch gibt. Also wir sind jetzt hier schon ein Stückchen lang gelaufen. Da waren immer solche großen wie Hallen, die waren aber alle verschlossen. Und da waren solche komischen Vogelkästen dran. Vielleicht ist da irgendwas für die Vögel. Achso, ich kann euch so eine Halle mal zeigen. Da ist nämlich eine. Und... Davon waren da hinten schon mehrere, das ist aber auch da, wo die Schafe sind. Und die gucken uns gerade wirklich ganz neugierig hier zu. Ja, auf jeden Fall kann ich noch nicht so viel darüber aussagen, was das hier ist, so von der Art her. Es sieht aber aus wie eine Riesengarage, aber es ist alles zu bis jetzt. Fahrzeughallen. Ich habe Garage gesagt. Wir haben bestimmt schon eingeblendet, wie das hier genau heißt. Weil ich habe das vorhin gelesen, habe es aber wieder vergessen. Ihr seht hier auf jeden Fall diese Kästen auch nochmal. Hier ist auch so, ein bisschen Naturschutz an sich halt irgendwie, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Also ob diese Hallen jetzt noch genutzt werden, denke ich nicht. Aber dass da halt außen noch was rangehängt wurde. Genau, hier ist wieder so eine Mini-Garage, nenne ich das. Das Teil hier, das gab es drüben auch schon. Also sind hier... Was? Ja. Aber es ist wirklich nur eine Mini-Garage. Ja, auf jeden Fall gab es das halt da drüben, wo ich euch so eine Halle von hinten gezeigt habe, auch schon. Auf der anderen Seite der Schafe und sowas wie das hier gab es da auch gefühlt tausendmal am Rand vom Weg. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Der Traktor? Ach nee. Was ist denn das? Eine Streumaschine oder so. Schütze da ganz viel Salz rein. Ich hätte eher gesagt, dass du irgendwas von rein transportiert und dann gibt es irgendwo ab. So. Ach, der Geräusche. Ich dachte, das sind irgendwelche Tiere. Dann gibt es eine Abdeckplatte. Willst du es anheben? Da ist jemand. Habt ihr schon mal so einen kranken Fliegenpilz gesehen? Der ist erstmal übelst perfekt so und dann... Und so groß ist mein Fuß daneben. Ja. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es seht, vielleicht kann ich ranzoomen, ich weiß nicht, wie die Qualität da noch ist, aber da sind auch noch zwei diese Art. Gänse, oder? Ja, da oben sind Viecher und hier sind Spuren von Tieren. Mhm. So, wir... Da, oh, ja. Ziehen die jetzt weg? Denke ich. Ja, hinwärts wie blöd. Nein, kann ja sein, dass die einfach so fliegen. Aber in welche Richtung fliegen die? Ist das denn Süden? Ihr fragt euch bestimmt, wir haben ja vorhin das Video abgebrochen, also als wir jemanden gesehen haben, weshalb wir dann dort nicht weiter gefilmt haben. Und zwar wurden die restlichen Gebäude, wo wir dort eben waren, also das waren auch nochmal solche Hallen und so kleine Häuser und sowas, wurden alle genutzt, also nicht so, wie sie früher genutzt wurden, sondern wurden jetzt halt neu nochmal benutzt. Also die wurden nicht umgebaut oder so, das sah alles noch genauso alt aus, da hingen bloß so Schilder dran, dass es noch benutzt wird. Und deswegen gab es auch nicht mehr viel so Lost Place-mäßiges zu sehen. Ich habe übrigens gelernt, dass ich immer irgendwie die Kamera komisch halte. Von mir auch? Nee, vom Videoschneiden, also was ich immer gesehen habe, was für Ausschnitte ich immer zeige. Ah. Wir haben jetzt noch ein Objekt, was wir uns jetzt noch angucken. Das ist hier auch in der Nähe. Und das ist aber was ganz anderes. Das ist eher so wie von einem Bergwerk, ja, oder... Ja, genau. Ihr kennt ja vielleicht von unserem Video, wo wir in Tschechien waren, dass da war so eine riesige oder zwei riesige Bergwerksanlagen. Das können wir auch verlinken, das Video. Und was machst du? Wollte das gucken. Ja, auf jeden Fall sowas in der Art, bloß in klein dürfte hier nochmal sein. Hier hinten ist auch gerade ein echt cooler Sonnenuntergang und hier ist so ein Feld. Sieht auch von hier total cool aus, was halt so hoch geht. Und da kann man nicht drüber gucken. Und dahinter ist auch nichts, was noch höher ist. Also ich finde, das sieht cool aus. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu dem anderen Objekt und hoffen, dass es auch da ist, wo wir es vermuten. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich weiß nicht, ob ihr aufgrund der Lichtverhältnisse überhaupt irgendwas erkennt, aber wir sind am Objekt der Begierde angelangt und müssen jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Also hier war so ein Trampelpfad, aber ich weiß nicht, ob man da mit Kinderwagen langkommt. Ansonsten, hier kommt man ja, also wenn wir jetzt hier mit dem Kinderwagen bleiben, kann ja dann der andere hier zu Fuß ganz gut hier rüber. Ja, also das ist so bergbaumäßig irgendwas und da wachsen oben Bäume drauf. Das ist hier LKWs beladen haben. Tja. Dann sind wir tatsächlich wahrscheinlich bis hier hochgefahren. Die Straße da unten lang oder so. Ach, oder deswegen gehen wir auf der geradeaus lang. Ja. So einmal ein bisschen in den Wald rein und eine Kurve und dann sind die wahrscheinlich so runtergefahren. So drunter. Ich gehe mal hier in die Richtung. Ja, hierzu kann ich gerade noch nicht so viel sagen, weil ich da vorhin nur ganz kurz, also mir was vorlesen lassen habe hierzu. Und das habe ich aber erst recht vergessen. Ihr seht hier unten die Häufen und diese Löcher hier oben. Also da ist praktisch das Zeug, was hier oben drin war, wurde dann hier runtergekippt und dann wurden hier die LKWs halt irgendwie beladen. Und hier ist voll der Sand. Ich glaube, hier ging es auch um Sand und es tropft und das ist eklig. Hier sind irgendwelche Mauern. Ich weiß aber nicht von was genau.
auf jeden Fall würde ich mal sagen, ich schicke mal den Philipp hier eine Runde rum. Aber ich glaube, es gibt hier irgendwie nicht so die Möglichkeit hochzukommen, weil das wäre auch mal noch interessant, von oben zu sehen. Also bei Google Maps kann man es von oben sehen. Vielleicht blenden wir das ein. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Und ja, hier oben wachsen halt Bäume. Das sieht echt cool aus. Ich schicke mal den Philipp hierher. Er hat den Lost Place hier rausgesucht. Und ich habe ihn indirekt rausgesucht. Ich habe den halt nur bei Google Maps gesehen. Und meinte, da müssen wir mal hin. Und dann sagte Philipp, ja, hier, ich habe noch was rausgesucht. Und das war dann dasselbe. So, du darfst da jetzt auch hingehen. Cool. Eine Runde rum. Und du kannst, mehr nicht. Nein. Und du kannst mal gucken, ob man da irgendwo hochkommt. Ich glaube sogar fast nicht. Aber ich bin jetzt nur einmal so unten drunter durch. Bitte schön. Okay. Ach, mit der Kamera? Und mal ich. Na, zum Filmen kannst du mit der hier. Ja, und ach, dann fotografiere ich jetzt erstmal nicht, oder was? Kannst du dann auch, aber ich will. Fotos will ich auf jeden Fall machen. Ja. Dann gehe ich schnell noch rum, solange es noch Licht gibt. Und ich kann ja nachher mit der Taschenlampe. Aha. So, dann schaue ich mir das halt auch mal an. Sieht cool aus, aber ich glaube fast nicht, dass man da oben hinkommt. Weil da stand wahrscheinlich einfach nur ein Förderband dran oder so. Vielleicht sogar hier irgendwie. Ach, guck mal, da liegt ja noch ein bisschen Kleinkram. Ja, hier war wahrscheinlich ein Förderband dran festgemacht. Was dann das ganze Zeug nach oben befördert hat. Ich hoffe, dass jetzt nicht hohl hier unten drunter. Das wäre nicht so cool. Ich weiß nicht, ist das noch so ein Mudflap, also hier so ein Schlammlappending, von so einem LKW. Hier unten das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind dann hier die LKWs runtergefahren. Und da wurde der Kies verladen und ich habe gelesen, oder wir haben gelesen, dass der Kies, ich weiß nicht, habe ich die Hand auf dem Mikro, ich weiß nicht, wo hier die Mikros sind, ist auch egal, dass die LKW, nee, dass der Kies aus irgendeinem kleinen See hier in der Nähe hierher befördert wurde oder gefördert wurde und dann hier oben drin gelagert, das ist halt so eine Art Silo. Und Huch, hier gibt's nach. Und dann ja, sind die LKWs hier unten runtergefahren und haben sich dann jeweils eine Ladung Kies geholt. Ja, ich gehe mal hier unten runter noch ein bisschen durch. Hier sieht, weiß ich nicht, aus wie eine Leiter oder so. Keine Ahnung. Ah, hier ging meine Treppe nach oben. Hier seht ihr es. Aber die Treppe, ne, die ist weg. Da ist nichts mehr zu wollen. Ich weiß nicht, steht da hinten noch was? Ich gehe mal eben hier hinter. Sieht aus, wie wenn da noch irgendwas Kleines steht. Aber ich kann es nicht erkennen. Man sieht so ein bisschen Konturen. Ja, hier hinten ist noch irgendwas. Das gucke ich mir gleich an. Ich mache es mal hier von Fotos. Und bring mal an der Stelle die Kamera wieder. Und vielleicht möchte sie sich auch das da hinten zuerst angucken. Und dann muss ich dann eh eine Taschenlampe rausholen, weil da ist es etwas dunkel. Ich mache erstmal Fotos. Also bis gleich. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade seht, aber da unten war
oder ist Licht in dem Lost Place. Jetzt ist das Licht weg. Philipp macht nämlich noch Bilder und ich bin hier am Feldrand. Ich habe auch ganz coole Bilder gemacht. Und Philipp hat gerade die kleine Kamera, deswegen filme ich jetzt mal mit dem Handy hier eben. Ja, ich habe jetzt halt auf den Kinderwagen aufgepasst und der Kleine schläft immer noch, hat auch noch geschlafen, wo ich gerade Bilder gemacht habe. Da ist Philipp. So, ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Ich habe jetzt ein paar Bilder gemacht, die können wir vielleicht einblenden, wenn wir es nicht vergessen. Ich gehe jetzt eben nochmal schauen. Gut, das war, was ich gerade eben noch gesehen habe. Huch. Boah, mir ist so warm. Ich dachte, es wird so voll kalt. Ich habe extra noch so Funktionsunterwäsche zum Skifahren drunter gezogen. Das interessiert eigentlich keine Sau, also lasse ich das jetzt auch. Aber ist egal, es ist auf jeden Fall mir warm. Hä? Jetzt verstehe ich nichts mehr. Also, entweder saß das Ding mal auf dem Ding da vorne, was ihr jetzt nicht seht, drauf. Nee, aber das gehörte hierher. Oder das wurde hier reingekippt und dann unterirdisch da vorne irgendwie hinbefördert und dann dort vorne eingelagert. Keine Ahnung. Ist auch egal, ich werde es jetzt nicht rausfinden. Aber das sieht sehr cool aus hier und ich mache nochmal 2-3 Fotos. Und deswegen muss ich euch mal kurz in die Hosentasche stecken.